Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute einen wunderbar sonnigen 30. Juni 2018. Sodele. Und das soll jetzt, dieses Video soll jetzt ein Endvideo sein in Sachen selbstgebauten Holzspalter. Ja, ich habe hier schon mal ein Video gemacht, können Sie ja sich anschauen. Und da gab es ja gewisse Probleme halt eben. Und die habe ich jetzt mehr oder weniger gelöst. Und jetzt schauen wir uns mal das Endgerät an, was mir ein Kollege teilweise zusammengeschweißt hat und ich dann umarbeiten musste. Und wir schauen uns ein neues Teil an, was ich konstruiert habe, und zwar meinen alten, kaputten Holzspalter. Dodele. Fangen wir aber erstmal mit den von mir neu gebauten an. Da schauen wir mal da rein. Dodele. Sie sehen halt eben, erstmal schön, habe ich ein bisschen angemalt. Was wir hier sehen, halt eben das Problematik, die ich überhaupt insgesamt hatte. Ich gehe mal hier hin. Der gute Kollege hätte diese ganze Konstruktion, wie sie hier ist, nicht in die Mitte machen sollen, sondern hier außen ran. Das ist doppelte Stabilität. Nachdem ich ihn das erste Mal ausprobiert habe mit einer durchschnittlichen 40-50 cm dicken Holzstück, hat es sich gleich nach hinten gebogen und ich habe nicht sehr viel Mühe, aber ich musste das ganze Teil wieder gerade biegen. Ein bisschen habe ich so gelassen, damit das Beil hier etwas anders rausgeht. Aber wie gesagt, ich habe diesen Eisenträger wieder gerade biegen müssen. Wie man so einen Eisenträger gerade biegt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und es geht viel einfacher, als die meisten Leute denken. Sowas ist in 10 Minuten erledigt. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Ich habe diesen Eisenträger dann, weil ich jetzt nicht alles abmontieren wollte, hinten verstärkt. Da musste ich das erste Mal in meinem Leben schweißen lernen. Und es ist mir auch ganz gut gelungen, weil ich habe es nämlich ausprobiert, ob auch alles hält. Dann, was ich gemacht habe, ich habe ein Beil geopfert. Habe das hier angeschweißt, das hält auch, wundert mich selbst. Wie gesagt, ich habe da eine riesen Tocke genommen, also Holzklotz genommen, wo ganz viele Äste drin waren, was man mit dem Spaltbeil so gut wie nicht kaputt kriegt oder nur mit riesengroßer Mühe. Und wunderbar, da das hier relativ schmal ist, musste ich zwar schon lange da rumpumpen, aber es hat wunderbar gespalten und das ist das Wichtigste. Ich habe hier 40 cm, was ich herauflegen kann. Dodele, hier sehen Sie den Wagenheber, das ist ein 10-Tonnen Wagenheber, der kostet ungefähr so 24 Euro oder 20 Euro, gibt es auch schon welche, aber naja, egal, um diese Summe herum. Hier sehen wir Federn, wenn das jetzt hier hoch geht und es ist gespalten, dann geht es automatisch wieder zurück. Und wie gesagt, gleich vorweg, was ich sagen muss, man kann mit einem Wagenheber nur senkrecht etwas spalten. Das geht ein Stück, wenn er waagerecht ist, geht es ein Stück, aber es kommt da nicht weiter raus. Es geht nur waagerecht. Also kann man sich nur einen waagerechten Holzspalter bauen. Dodele, wie gesagt, das Ganze ist geschweißt. Teilweise habe ich selbst noch hier einige Sachen mit Schrauben versehen, weil man weiß ja nie genau, nicht dass da eine Schweißnaht platzt und mir alles um die Ohren fliegt. Dodele, das ist also das Endstück von dem von mir modernisierten und relativ komplex umgebauten Holzspalter, der keinen Strom braucht, der mobil ist und der für wirklich ganz fette Sachen geeignet ist. Weil 10 Tonnen ist natürlich mehr als diese üblichen Holzspalter, die man zu kaufen kriegt für 160 Euro. Die haben 4 Tonnen und ja, da kann man viel kaputt machen, wenn man den mal überlastet. Hier, ja, da kann mir höchstens mal irgendwie ein Teil wegfliegen, aber dann schweißt man es wieder an. So, Dolle, das ist erstmal das, was ich Ihnen zeigen wollte. Wir gehen mal genau hin, damit man mal die Konstruktion sieht. Querstück Eisen, unten ein Stück Eisen dran. Dann da, wo man den Wagenheber reinstellt, das ist dann hinten festgemacht, damit der Wagenheber nicht weg kann. Räder, damit man es transportieren kann. Und wie gesagt, ich hätte hier eigentlich eine Spaltaxt nehmen sollen, aber naja gut, ich habe halt genommen, was ich da habe.
und habe das mühselig angeschweißt. Wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben geschweißt, aber ich habe es gelernt, weil mein guter Kollege immer nur Probleme sah und keine Zeit hatte und bla bla bla. Gut, wollen wir nicht darüber reden. So, jetzt ist die andere Frage. Was habe ich denn mit meinem anderen Holzspalter gemacht, mit meinem elektrischen? Gut, das will ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren. Nachdem der nicht mehr richtig gearbeitet hat und höchstens vielleicht nur eine Spaltkraft von, weiß ich was, eine Viertel oder eine halbe Tonne hatte, und was ich mit einer halben Tonne Kraft spalten kann, das kann ich auch mit einer Axt spalten. Da habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich das Teil, weil das ist ja normalerweise so ein liegender Holzspalter gewesen. Kostet so 150, 130, 140 Euro. Kennt man ja halt eben. Und da ist dann hier unten der Elektromotor und die Elektrik dran. Und dann schiebt es, oder hier, und dann schiebt es das Teil hier nach vorne. Ja, da gehen auch diese Eisenstücke so nach vorne, die sind hier noch verbunden. Naja, wie so ein Ding aussieht, wissen Sie ja, brauche ich ja nicht groß erklären. Was habe ich denn gemacht? Ganz einfach. Ich habe diese ganzen Anbauten dort hinten so weit weggemacht, dass ich dieses Teil hier, Sie sehen das, was normalerweise elektrisch vorgeschoben wird, ganz nach hinten schieben kann und dass ich es gerade noch vernünftig anschweißen kann. Und diese Stangen, die normalerweise hier Führungsstangen sind, die habe ich auch alle angeschweißt, hier rechts und links, damit es einen schönen Druck aushält. Sonderle. Unten habe ich dann hier die Bleche umgeändert, habe hier die Räder ran gemacht. Hier habe ich nur eine Art Stabilisationsdings ran gemacht, damit es ein bisschen stabiler ist. Das muss man natürlich immer irgendwo dagegen stellen. Ja. So, jetzt schauen wir es mal an. Sie sehen, wie ich es umgearbeitet habe. Und das Wichtigste ist, dass Sie hier noch genug Platz lassen, damit Sie mit diesem Eisen in Verbindung mit diesem Stück herstellen können. Nicht, dass Sie das da unten absaust, weil das hier oben, was automatisch ja schon vorher dran war, das geht so schnell nicht weg. Das haben die von der Firma gemacht. Das ist schon fest, bloß unten muss man halt schauen, dass man was Vernünftiges macht. So, hier kommt jetzt, ich habe jetzt schon den bestellt, der kommt in den nächsten Tagen, kommt ein 6-Tonnen-Wagenheber hin. Und zwar ist der 18,5 cm groß, das ist das, was dieser Klotz ausmacht. Sordele, der wird hier dann festgemacht an dem Teil, weil der sollte sich nach Möglichkeit nicht bewegen. Er wird hier noch gerade unterfüttert halt eben, da wird der dort festgemacht. Und dann habe ich jetzt hier noch 32, 33 cm, um solche Holzstücke zu machen, wenn ich bei dem großen zu lange drehen muss oder zu viel unterlegen muss, kann ich den hier nehmen und zack, bumm, man kann das Originalteil hier benutzen und braucht das Ding nicht wegschmeißen, weil ich habe mich erkundigt, eine Reparatur von so einem Ding, da müssen die alles ausbauen, da müssen die überall da reinmachen und müssen neue, weiß ich was, so Dichtung oder was. Das hätte mir ungefähr 60, 70, 80 Euro gekostet. Und da dachte ich mir, 60, 70, 80 Euro, da warte ich mal, bis ich bei eBay Kleinanzeigen einkriege für 50 Euro. Und in der Zwischenzeit baue ich mir diesen alten 4-Tonnen Holzspalter elektrischen, baue ich mir in einen mechanischen. Und natürlich kann man den, wie ich schon, glaube ich, mal erwähnte, mit einem Wagenheber, der eine wirklich ungeheure Kraft hat und vor allen Dingen so gut wie nichts kostet. Die Dinger, der 4-Tonnen-Wagenheber kostet 16 Euro mit Versand, muss man sich mal vorstellen. 6-Tonnen-Druckkraft kostet 17 Euro mit Versand. Da kann also nicht so viel Teures kaputt gehen, wenn nicht, der wechselt man mal aus. Aber 6 Tonnen ist schon eine ganze Menge halt eben. Und der dort drüben, der schafft 10 Tonnen und die habe ich auch schon ausprobiert und es funktioniert. Gordale, wie gesagt, haben Sie einen alten elektrischen, pneumatisch oder wie das da ist, angetriebenen Holzspalter und schmeißen Sie nicht weg, wenn Ihnen die Reparatur zu teuer ist und das Ganze sich dann sowieso nicht lohnt, halt eben bauen Sie ihn um, machen Sie einfach einen mechanischen draus mit dem Wagenheber, kostet nicht viel, bisschen Schweißarbeit, okay,
gleich vorweg, Schweißen. Lassen Sie sich von diesen Fachleuten nicht immer alles einreden. Sie können nicht schweißen lernen und das geht nicht und braucht man 10 Jahre Erfahrung. Das ist alles Blödsinn. Tun Sie mal in der Woche ein bisschen ein paar Teile rumschweißen, tun Sie mal so eine Linie ziehen und so weiter. Nach einer Woche haben Sie es so drin, dass Sie solche Sachen, wie ich es da auch gemacht habe, so fest dran schweißen können, dass es auch dran bleibt. Also, Schweißen ist kein Geheimnis. Ich schweiße da mit so einer Elektroden halt eben. So ein Gerät kostet, glaube ich, ungefähr 80 Euro. Kann man immer mal gebrauchen für ein Gartentor oder für irgendetwas, was man mal zu schweißen hat oder gerade für solche Sachen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte nur, dass Sie sich das mal anschauen, was man mit seinem alten Wagen, mit seinem alten Holzspalter machen kann. Ja. Und 33 cm, ich kriege ja gerade mal 28 in meinen Ofenkühler rein halt eben. Ja. Weil ich habe ja keinen Kamin halt eben. Das heißt also, 33 cm ist bei mir schon das Höchste, was ich reinkriege. Und wenn Sie riesige Dinger haben, ja, dann nehmen Sie halt den großen. Ja, und damit hat sich das so, Dalle. Ich hoffe, ich konnte Sie jetzt ein bisschen erfreuen und kann Ihnen zeigen, wie man als totaler Laie sich auch was umbauen kann. Also Laie in Sachen Schweißen. Wie gesagt, glauben Sie nicht diesen spinnerten Leuten, die meinen, ja, für Schweißen muss die jahrelang Übung haben. Ja, gut, man muss schon ein bisschen üben, muss man schon, aber es ist zu schaffen. So, sehen Sie, das ist der komplett neu gebaute. Okay, ob das jetzt mit dem Beil da jetzt das Wahre ist, weiß ich nicht. Ich hätte eine Spaltaxt nehmen sollen. Aber dafür kann ich aber auch hier Tocken mit Spalten, die normalerweise mit keiner Spaltaxt durchzukriegen sind, wenn dort dicke, fette Äste drin sind. So, und das hier, wie gesagt, ich wollte nicht wegschmeißen, wusste auch nicht wohin. Hätte ich dann wahrscheinlich dabei Alteisen hinschmeißen müssen, war mir zu schade. Habe ich mir gedacht, da baue ich mir einen kleinen Holzspalter draus. Mechanischen mit einem 6-Tonnen-Wagenheber reicht auch. Basta, ist die Sache erledigt. So. Tja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Anregung geben. Und ja, wenn Sie so ein Problem haben, schauen Sie mal. Man kann sowas machen, man kann sowas bauen. Es ist gar kein Geheimnis. Also, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen kommenden Sonntag und schauen wir mal, wenn ich die ersten Tocken im nächsten Jahr wieder habe, dann zeige ich Ihnen, wie das Ganze abgeht. Tschüss!